Oh shit, Anni, da ist der Brit eine T-Rex. Ja, Wald dann, hoch. Ey, komm, Wald. Komm, Wald. Komm, Wald. Komm, komm, Wald. Reicht komm, Wald. Ab ins Gebüsch mit dir, du. Ja, ist in Ordnung, Clemens. Mit dir im Gebüsch. Hast du gesehen, aber? Ich hab's gesehen. Den Sattel? Ja, hab ich. War okay. Ein T-Rex. Komm. War ja keine Einbildung, ne? Haben wir noch Spielos, die nicht so High-Level sind? Nee, ne? Wir haben noch so ein Weibchen. Ja, der Hugops ist tot. Okay. Nein. Nichts mehr bei 45, 65. Diego wurde getamed. Ja, das Diego muss weg. Nachkraften. Wohl sind Frosch, Mario. Das Diego ist weg. Okay. Alter, Frosch, komm doch mal her. Ich baue auch mal ganz viele neue Brüste, ne? Weil wir haben keine Brüste. Brust mehr. Brüste, klar. Mhm. Bau mal Brüste. Ja. Ganz große. Hallo Frosch, komm mal her hier. Hier ist Essen. Ja, gucke. Anni, bist du ja noch da jetzt? Ja, ich bin hier noch am Ufer, aber der Edmonto ist halb tot. Der kann gar nichts mehr machen. Kann da kaum rennen. Mario? Ja? Dann kannst du das auf Tidian jetzt sehr, sehr wichtig? Nee, nicht ultra wichtig. Wenn du was anderes machen möchtest. Nee, was heißt von. Es geht um. Ich habe hier ein 140er Ultima. Ja, dann bist du ja doch direkt wichtiger. Direkt am Obsidianplatz. Den? Oh, das klingt gut. Ja. Du bist ja deutlich wichtiger. Ah, hallo Hiro. Richtig. So, bin ich da hinten gestorben irgendwo? Welches Geschlecht hat denn der? Ich glaube weiblich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da wäre es aber nicht Velociraptor? Schlecht, wenn einer mitkommen würde. Ja, das ist der, mit dem ich da unterwegs war. Achso, du warst ja auch im Raptor unterwegs draußen? Mhm. Ja, die sind mega schnell. Ja, sind die auch. Der Pacerino, da gab es noch keine Meldung, ganz, ne? Ganz kurz, nee, meine eigene Sache, bitte im Chat, die religiösen Themen können da rauslassen, die gehören da nicht hin. Auch nicht, wann, wo, wer was essen darf oder sonstiges. Bitte nicht im Chat posten, danke. Hm. Okay, der Pacerino ist weg. Er ist auch geslayed. Ja. So, 35, 35. Ach, was ist das denn? Ah, fuck you. Was denn? Was bist du denn hier? Wo sind 35, 35? 35, 35 ist ein Velociraptor, das weiter oben im Wenn er mich jetzt wieder runter hat, das natürlich. Das ist aber nicht mehr unsere, oder? Das ist schon die. Das ist schon die andere, ja. Ich kann ja mal hochfahren, oder? Oh, Alter, nein, 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 nein! Oh, das war der Edmonto jetzt gleich. Alter. Ach, ein Giga, genau. Ach, wie ich diese. Okay. Will jemand mitkommen nach oben? Zum Velo? Zum Zähm? Zum Velociraptor, ich. Warte mal. Ja. Ich kann nachkommen. Ich kann nicht mitkommen, weil. Ich bin jetzt also erstmal gerade. Also, ich bin gerade bei ungefähr 60, 35. Wo meinst du denn oben? 35, 35 ist ja, der, genau, der Velo. Hat zufälligerweise noch jemand Zeit gerade? Ja. Wofür? Na, weil ich bin an der Küste lang geritten, an der Westküste vorne. Ja. Und da ist alles mit Raptoren voll. Wenn ich den Frosch leben zurückbringen soll, bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen Hilfe. Na, ich kann dir Gleitschutz geben. Ich bin ja gerade auf dem Weg zurück in die Base. Aber du schaffst es jetzt alleine oder nicht? Ich schaff's alleine. Ja, dann geh ich mal hoch zum Raptor. Mario. Ja, oder Erik kommt ja. Ja, der ist gleich durch, der Frosch, aber es sind halt wirklich so viele Raptoren unterwegs und der kleine Edmonte, der 101er kriegt er nicht. Du bist an der Westküste. Genau, ich bin gerade bei 40, 40, 15 ungefähr. Welches Tier soll ich denn mitnehmen, wenn ich den Raptor zähmen will? Was ist da gut? Gute Frage. Eigentlich ist alles gut, wenn du nicht direkt rangehst. Ich kann Spino mitnehmen, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich dann Party hab, da ich weiß nicht. Nee, Spino nicht. Also alleine würde ich heute nicht irgendein großes Tier mitnehmen, ganz ehrlich. Ja, dann nehme ich, weiß ich nicht, ein Mülltier mit. Alternativ kannst du auch einen Sattel mitbringen, Erik, oder so. Froschsattel? Ja, entweder machen wir das so oder wir ruppen alles weg unterwegs. 15, 50. Dann nehme ich einen Raptor einfach mit zum dann Raptor. Dann mach ich einen Froschsattel. Passivpfeifen meint Spike gerade.
Also soll ich jetzt dann noch zu dir kommen mit dem Frosch oder ist jetzt wer anders unterwegs? Ne, da ist Peter doch schon hin. Also direkt da vorne ist halt schon Party am Strand. Sind das hier die los, glaube ich? Kanon, die kommt dann mit zum Raptor? Ja, ja, ich muss mich neu ausrüsten kurz. Ja, dann warte ich hier kurz. Belzebufo oder so. Also direkt auf dem Weg sind Kanos zwei Stück. Komme ich nicht vorbei. 15:50 können wir ja treten. Das kann man ja komplett vergessen. Ja. Hiro, bist du jetzt nochmal gestorben gerade? Nee. Okay, bist du jetzt noch auf dieser Insel, wo ich gerade auch rumgetingelt bin? Nee. Okay, schade. Gut. Weil mein Zeug liegt da rum, aber ist egal. Dann lasse ich das jetzt da noch liegen. Ja gut, ich meine, so wertvolles. Nee, war nicht wertvoll. Also. Naja, ich glaube, komm einfach mal her mit irgendwas Großem und hau das alles weg. Das glaube ich am einfachsten, weil. Nee, ich komme mit beiden, also mit zwei. Achso, okay. Und ja, gut dann. 2 Gigas mit. Hier durch das ganze Viechzeug hier durchkomme. Diese Drecksraptoren hier. Kommen hier nicht durch. Ja, echt, die Rüstung Müll. Echt auch wurscht, ne? Die hilft ja eh ganze nicht. Ganze Müll, der die Toreinfahrt zuparkt. Mann, könnt ihr die Eingang nicht mehr frei halten? Wie das da oben aussieht, hat sich das da versammelt nach dem Kampf. Das kann gut sein. Ist aber auch wurscht. Okay. So, wie sieht's aus? Ja, ich bin gleich wieder einsatzbereit. 35, 35. Ist auch wieder was, ne? Ja, da gehen ja Ani und ich hoch. Ich warte auf Ani gerade noch. Ja, dann fahren wir dahin. Was? Wer steht denn da draußen mit dem Giga? Ich. Also egal, wer jetzt vorbeikommt, einfach mal ein bisschen hinne machen, weil ich stehe jetzt einfach rum hier. Ja, aber du bist auf dem Weg, oder Peter, dahin? Ich glaube, Erik kommt gerade nicht raus aus der Base oder so. Ich komme nicht aus der Base raus, weil hier alles voller irgendwelcher Drecksviecher steht. Welcher Eingang, Erik? Welcher Eingang? Ach, da oben. Na, da oben der Ausgang. Dann nimm doch den einfach rechts unten, dann kannst du links hochreiten, ist ja kein Problem. Bevor du 10 Stunden rumsortierst, weil es kostet alles Zeit. Es kommt gleich irgendjemand bei Mario vorbei, das wäre halt richtig heftig, ne? Mhm. So, Clemens, was soll ich für ein Tier nehmen? Ja, wie du magst, ich bin auch ein Raptor. Okay, ein Raptor. Ja. Hat nichts Gutes. Was ist willst egal. Du hier ausparken gerade, soll ich dir helfen? Nimm doch einfach das rechte Tor. Ich bin doch schon raus aus dem Tor, aber es hat Zeit gekostet, jeden. Ja, dann mach ich hier mal wieder zu. Ne? Ja, das wäre gut. Erik, ich bin. Erik, sehr schön. Clemens, ich bin am Start. Ich bin auf dem Floß draußen. Auf dem Floß. Ja, das bist du. Ah, ja. Ich komme durch den Sumpf, Mario. Naja, dann einfach eine Küste lang. Ich stehe dann hinter der kleinen Flussmündung. Wenn einer in der Base Zeit hat, kann er ja mal gucken nach einem Motorfluss. Ja. Und Hallöchen, Adriano, das ist Marios Ansicht heute. Anni, kannst du mal passiv pfeifen, bitte? Ja, klar. Nicht, dass irgendein Vieh angreift und dann springt der Raptor runter, das wäre blöd. Ich weiß nie, was er in der Base alles auf passiv steht und was nicht. Ja. Ach, du levelst ihn gerade. Ja. Ach, deswegen dachtest schon, du. Warum okay, zuckt der da so rum? Ja, das ist eine komische Animation. Gleich erschießen irgendwie. Wie heißt denn das Motorboot? Motorboot. Ja, ohne Witz. So richtig trocken gesagt auch noch. Motorboot. Ja, und direkt drauf kommen können wir. Ja, aber ohne Witz, wir haben beim letzten Mal ja auch gesucht. Wir haben es auch erst nicht gefunden, weil wir nach allem Möglichen gesucht haben, nach Raft oder irgendwas in der Richtung. Aber ein Motorboot Raft, haben wir nicht gedacht. Und sonst was. Speedboot? Okay. Hm. Und Fossler, nein. Gewesen, ne? Fossler, bei mir gibt's nie Fails. Das ist alles geplant. Gute Frage hier, oder? Oh, Stamina. Einfach mal weiter nach Norden. Ey, oh, einfach scheiße, Clemens, nein. Was hast du denn gemacht? Ich seh dich. Können wir mal kurz anlegen? Scheiße, das war nicht der Plan. Oh, fuck. 1200 Metall. Ich pack mal alles in die in Fabricator rein. Kann ich kurz zu meiner Leiche? Habe ich eine dann Sekunde? Dann nehme ich den Sattel, würde ich sagen. Ja, okay. Jo, der Sattel ist im Giga, kannst du rausnehmen. Ja, Sekunde. Aber dann wart kurz, dann springe ich auch auf den Raptor, weil hier sind genug Pferde. Ja, der scheiß Giga ist da noch in der Nähe. Oh, Piranha. Ich hoffe, der ist schnell genug hier irgendwie.
Okay, wir müssen um den Giga rum, weil... Ach, ansonsten scheißegal. Okay. Nee, komm, komm. Scheiß auf die Leiche. Es ist wurscht. Und er kann halt springen. Adriano, du kannst auch einfach Multi eingeben. Da muss ich nicht entscheiden. Da kannst du allen gleichzeitig zugucken. Geil, ich komm hier nicht... warte mal. Jump'n'Run, Anni. Das kannst du doch. Ja, jetzt siehst du, hat geklappt. Okay. Gut, dann in Richtung Heimat. Oh, der ist ja süß. Oh, der ist ja richtig hübsch. Hollow Distance ist ein bisschen... Darf ich nicht stehen bleiben, weil ich sonst sofort eingeholt werde. Naja, nö, einfach rennen. Ja, aber Ark macht bei uns allen heute irgendwie so ein bisschen Probleme. Hero hat einen fetten Crash gehabt. Es gab ja ein Mod-Update, ne? Vielleicht hat das irgendwie ein bisschen Probleme gemacht oder so. Ah, super. Aska, du hast ja mal gesagt mit dem Pullen und so. Kann ich jetzt nicht für dieses eine Rezept alles reinpullen? Ist ein Giga? Achso, das ist unserer. Was ist denn da? Logan? Ja, kannst du. Wenn du das Rezept anwählst, hast du da oben so ein Symbol mit 4 Pfeilen in der Mitte. Da wählst du die Anzahl aus, klickst auf das Symbol und pullst alles rein, was du für das Rezept brauchst. Okay. Ich habe kein Fernglas mit, das ist alles in der Leiche. Ich bin einfach los. Ja, ich habe ein Fernglas dabei. Alles gut. Okay, es fehlen 400 Polymer. Boah, ey, die sind so lahme Krücken, ne? Ja, Polymer muss erst herstellen. Obsidian haben wir aber da noch rumliegen. Etwa im Fabricator. Aber die bauen auch Benzin dann, oder? Als Treibstoff. Yep. Aber ich glaube, Benzin sollte nicht das Problem sein. Nee, ich habe die aber jetzt ein einziges Mal benutzt, ey. Und dann nur aus Testzwecken mal gebaut, ey. Komm ich bei den Dingern nicht raus. Ja, leider kann ich nicht auf die Karte gucken, ne? Das ist so ein bisschen blöd. Das geht ja auf dem Rad. Hast du eine Longneck dabei? Nee, ich habe nur eine Armbrust, damit mein Zeug liegt halt in der anderen Leiche, nur ich wollte das hier losmachen. Ich werde mal hoffen, dass der Petri links nicht angreift. Ja. Über uns liegt ein Petri. Da drüben ist auch noch eine Leiche von mir? Hä? Da ist noch ein grüner Strahl? Mensch, wo kommen die denn her? Letztes Mal wahrscheinlich. Hä? Hä? Das kann gar nicht sein. Keine Ahnung. Wo ist denn das ganze Itin und so? Die Werkbank liegt 1000 drin, auf jeden Fall. Hm. Ansonsten pullen einfach. Ja, einfach pullen, einfach alles pullen. 30-30 wollen wir hin, ne? Mhm. Direkt mitten durchs Wasser. Hm? Achso, du willst ja wegen Caprosuchos und sowas. Mhm. Halt mal. Ja, gut, ich werde hier am Strand langlaufen. Na, wir hätten einfach links abbiegen können, wenn wir oben am Tor rausgekommen. Kannst du vielleicht das Segel einklappen? Können wir ja immer noch. Wo bist du? Hinter dir noch. Da muss ich aber anhalten dafür. Ja. Dann kann ich mich mal kurz absteigen. Ich wollte halt nicht da direkt durch den Terrazino da durchrennen, der da ist. Ja. Kann ich weiter, Anni? Ja, ja. Obwohl, der ist nur ein 25er, den snack ich schnell weg. Und nicht runterspringen. Nee, ich wollte nur kurz gucken. Okay, wir sind gleich da. Ja. Du hast alles mit, ne? An Zeugs. Hoffe. Also, naja. Ich hab Fleisch dabei. Ja, super. Offen. Alles super. Der Brontornis ist immer noch am Start. Ja, der ist noch bei 60,55. Ja, aber die sind. Ja, aber die machen den noch 100 pro Grad noch. Ich meine, die sind ja genau da. Oh, hier ist ein Kroko. Oh, hallo. Aber mein PC ist auch laut. Einfach weiter, ich bin schon da. Ja, das Kroko ist ein bisschen. Okay. Ist noch müde. Boah, ey, da müssen wir über Land, Anni, ne? Ja, ist okay. Wir machen einfach schnell. Ja, aber den Glacias hier, du, ey, hör mir auf. Hm. Wow. Ja, wir haben keine Wahl, wir sind jetzt schon da, ne? Wir müssen einfach mal gucken, das schaffen wir. Was wir sehen. So. Na, aber hallo. Oh, ich habe keine Säcke dabei. Hast du Säcke dabei? Das, was ihr nicht gezähmt kriegt, aber schon in der Nähe seid, wegkloppen, wenn es geht. Gutheit, Fiber und die schwarzen Perlen. Chemnitz, das ist ein Plan B hier. Weißt du? Hast schon. Ja. Warte, ich muss kurz Skills verteilen. Hast du komplett auf Speed gemacht oder was? Ja, ich habe alles auf Speed. Deswegen ist das Ding auch so schnell. 160% läuft, ne? Ist, ja gut, ich habe 138, aber es ist trotzdem schnell. Warum ist jetzt meine Kamera so verzogen? Weil das ist der Velo, der ist verbuggt. So. Ach, sag mal, kann ich die blöde Map nicht aufmachen auf den? Ja, auf dem Raptor ist scheiße. Das ist echt ätzend. So, mal kurz hier Blick werfen. 30-30. Oh, ich sehe nichts. Dann müssen wir noch ein Stückchen nach Norden. Ein kleines. Ja, einfach nur ein bisschen, genau. Ist nicht weit. So, guck mal, hier kriegt der kleine Frosch hier noch einen Freund. Oder eine Freundin, keine Ahnung. Ist eine Freundin tatsächlich. Wir suchen einen Velociraptor. Rechts Giga, Vorsicht. Ja.
Diese Pulks immer hier. Okay. Nummer 2. Sehr gut. Ist in der Base. Jo. Und sicher. Nice, sehr gut. Der muss ja hier sein, oder? Mhm. Alter, ich habe echt Probleme mit meiner Kamera gerade, ne? Ja, das ist auf dem Velociraptor richtig ätzend. Die spinnt ja komplett weg gerade. Ja, das ist sogar First Person angenehmer. Ich glaube, alles auf dem Ofen. Erik hat schon wieder Spaß mit dem Ausparken. Ja, ich toll das Zeug hier mal vom Tor weg hier. Mm. Wenn da 100 Tiere stehen und du willst da mit 2 Gias durch. Vorsicht, da sind eine Tirani. Wo ist. Unten am Strand. Unten am Strand, aber wir sind ja oben. Ja. Also. Ja, ich. Ich hab die gerade gesehen. Also okay. Irgendein Tier, was ein Sattel hatte, gerade ganz, ganz kurz nur gesehen hat. Okay. Bist du jetzt ein bisschen weiter nach oben geritten? Hey, du siehst mich doch, Arnie. Nee, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Warst gerade neben mir und bist weitergelaufen. Ich sehe dich nicht mehr. Balu, brauchst du noch Hilfe? Grüne Schrift? Da, okay. Also ehrlich gesagt, ich würde gerne noch einen 140er Rex, der daneben läuft, auch noch themen. Dazu bräuchte ich allerdings Fleisch. Ich bring da Fleisch vorbei. Ja. Wenn es geht, Hammel. Ah, gar nicht, bring ich vorbei. Jetzt. Aber 15. Wir können eigentlich wieder nach Hause. Naja, wir müssen schon... Mayo, aufpassen, hier läuft noch ein Giga, hier läuft der T-Rex, wie gesagt, und ein Zilla. Mhm. Die sind mit allem hier, Arnie. Ja, aber wir müssen doch nur mal kurz gucken, was da los ist. Wo bist du? Komm. Ich hol gerade Fleisch unten am Haus. Na, dann nimm dir schnell Brunhilde und Odin mit, weil die haben Fleisch drin und die können auch zur Not gegen den Zilla was machen. Mach ich jetzt noch. Wenn ihr drauf heißt. Boah, hier trampelt's irgendwo, hörst du das? Das ist ein Giga unter uns. Ich glaube, hast du die gesehen? Schau mal da hinten, in die Richtung, wo ich gerade gucke. Warte, ich hab ja ein Fernglas aus. Sind die das? Nee. Da ist auf jeden Fall. Wie vielleicht Bronzen bei Luke 20 reicht? Keine Gezähmten. Nee, der ist auch weg. Wo sind die denn hin? Okay, der Velociraptor ist weg. Na gut, dann können wir jetzt wieder gehen. Dann ist wurscht. Ja, tatsächlich, wir haben jetzt aktuell 64 Punkte. Dann zurück, aber Clemens. Fangen die jetzt echt an, alle Viecher wegzufressen, die es gibt? Tja. Nee, das glaube ich nicht. Die haben im letzten aber schon die ganzen Velociraptoren nicht gezähmt gekriegt. Vielleicht haben sie auch das Problem gehabt, dass sie halt absteigen oder absteigen mussten und dann halt Akku hatten und dann musst du den wegkillen, wenn du kommst halt nicht so weit weg von dem. Runter und dann... Nee, wir müssen in die andere Richtung. Nicht. Das Hauptproblem ist auch, so, dann werden die anderen Raptoren sofort Akku auf den einen Raptor. Mhm. So, aktuell... Danke fürs Folgen, Bianca. Sorry. Von den aktuellen Dinos sind eigentlich nur noch die Ratte, Fell 55, 55 und der Brontornis. Brontor, ja. Anni? Ah, ja, ich bin da. Sorry. Wir sollten jetzt flitzen, weil der Giga ist unten. Ja, ich renne dir hinterher. Sehr schön. So. Geparkt. Alter, der... Oh, aua. Böser Giga. Krass, oder? Ja, krass, ey, wie schnell der auch ist. Wie schnell wilde die Gigas eigentlich sind. Hä, haben die jetzt die richtigen Gigas eingebaut, oder was? Keine Ahnung, aber... Oh! Alter, jetzt hängst du... Ach, leck mich doch am Fuß. Oh shit, Anni, da ist der Britney T-Rex. Ja, Wald dann... Hoch. Ey, komm, Wald. Komm, Wald. Komm, Wald. Ja, komm, Wald. Komm, Wald. Ab ins Gebüsch mit dir, du. Ja, ist in Ordnung, Clemens. Mit dir im Gebüsch. Hast du gesehen, aber? Ich hab's gesehen. Den Sattel? Ja, hab ich. War ein T-Rex. Komm. War ja keine Einbildung, ne? Nee. Okay. Weil ich war mir eben nicht sicher, ob ich wirklich einen Sattel gesehen habe auf einen der Dinos im Augenblick. Ich hab auch einen gesehen. Ich bin noch ein bisschen nach oben geritten, ne, Clemens? Ja, ich bin direkt bei dir, Anni. Ja. Weg da, weg da! Clemens. Hilft ich doch nicht. Bin weg! Das hilft doch nicht, wenn du einfach... Also ich bin geflohen, Anni, ne? Ja, ich fliehe auch, keine Sorge. Ich bin über die Ampel drüber gesprungen. Ist doch in Ordnung, ich geh ins Wasser. Das geht gleich in die Hose. Das geht wirklich in die Hose. Nein, alles super. Okay. Da frierst du wenigstens nicht. Siehst du? Soll ich auf dich warten beim Floß, Anni? Balu, wo bist du gerade? Nee, such dir mal deinen eigenen Weg. Ich komm dir mal entgegen. Ich fahr sonst, ne? Ja, Anni? fahr los. Warte nicht auf mich. Alles in Ordnung. Was ist mit 60-55? Ist noch da, kannst du hin. Ach so, ja, das sind ja... Da wurde Clemens ja verscheucht. Ach, da vorne ist der Rex. Wir hoffen, dass sie nicht das Motorboot dabei haben. Sonst kann ich nicht fliehen. Ach, die werden dich jetzt nicht verfolgen. Ein einzelner Reiter auf dem Raptor, das wird die nicht jucken. Ah, okay, nee, ich gehe einen anderen Weg. Ich springe hier vom Floß runter und reite einfach auf unserer Insel rüber, weil das ist so ein kleines Stück gewesen. Ja. Ich nehme jetzt du da am Strand lang, Anni? Weil... Ja.
Und das kommt man nicht schnell genug hin. Dann komm rüber, zu mir auf die andere Seite einfach. Ich hier ist ne direkten Weg hoch. Warte mal. Na einfach. Glaube ich jetzt richtig? Insel. Ich kann dich nicht mehr sehen. Warte mal. Na einfach? Ja, ich weiß wo. Alter, dann. Eben. Okay. Weil dann warte ich hier auf dich. Mhm. Und dann können wir gemeinsam. Warte mal, muss ich mal gucken, ob ich da rüber schwimmen kann, ob ich das hinkriege. Ja, ich denke schon. Ansonsten komme ich mit dem Floß nochmal. Gucken wir mal. Ich bin jetzt gerade dort, wo es diesen Weg nach oben geht, ne? Ja, also, ich warte hier am Strand auf dich, genau. Also ich war das Floß einfach hier. Bin jetzt in der Nähe vom Obsidian, Balu. Auf dem Hügelkamm oben. Also rein theoretisch wäre bei 30, 25 noch ein Jutyrannus, ne? Ach echt? Ja, den habe ich nur hier vorne durchgestrichen, weil das einfach ein Tier ist, wo ich jetzt sage, als Rare Sighting mich unbedingt. Aber das ist auch direkt da, oder? Ja. Das war dann direkt. Gehe ich doch nochmal rüber und suche den jetzt. Versuch nach oben zu kommen gerade. Ja. Weil dann tamen wir den an, BZW machen halt irgendwas. Ja. Ja, dann warte einfach am Strand, ich schwimme im Verlust wieder rüber auf die Insel. Ich bin doch schon hier bei dir. Ich bin doch fast drüben gewesen. Ja, dann lege ich kurz an, da kannst du unten schwimmen. Ja. Du musst zu mir kommen, und zwar bin ich, wenn du jetzt runtergehst in Richtung Wasser zum Dings hier, wenn du nach unten guckst, also du stehst vor dem Obsidium, guckst nach rechts unten, da ist doch... Ja, da ist alles voll mit Viehzeug, ja. Na, stopp. Ja, aber nicht nach ganz unten, sondern ich hänge hier nämlich, ich muss zu Fuß weitergehen, weil der Ultima mir hinten dran hängt. Der keilt mich immer ein, das ist das Problem. 30, 25, hast du gesagt. Kannst doch die Follow-Distance ein bisschen umstellen. Ja, ich laufe jetzt zu Fuß hier hoch. Ich laufe jetzt direkt auf den Bergkamm hoch, warte mal. Also quasi in die Richtung, wo ich gerade hinfahre, ne? Muss es sein dann, oder? Den kannst du nämlich gleich mit zurücknehmen. Ja, genau. Und dann um die Ecke. Ich halt überhaupt nicht. Dann warte. Dem ein Fleisch hin oder so. Hast du zufällig... wobei, ist egal. Ich habe noch ein bisschen Fleisch so zum Essen, weil die Tiere nichts mehr drin haben. Ach so. Die Ratte wurde gezähmt. What? Aha, lustig. 55, 55 ist sie ja, ne? Okay. Okay, Ratte ist weg. Jetzt bin ich bald in der Nähe vom Oblivian. Ja, ich bin gerade unten im Tal. Oh, ich sehe dich, ja. Seh dich. Alles klar. Kannst du mir den Ultima nämlich abnehmen? Ultima Level 209, wollte ich nur sagen. Ne? Was ist denn das da vorne, Clemens? Da ist ein Jutyrannus. Nicht schlecht. Was ist denn Fernglas mit? Achso, das war ein Weibchen. So, warte, das ist ein Weibchen. Jo, dann gleich besteigen lassen. Wir haben Männchen hier. Oh, scheiße, hier? Giga hinter dir. Wo hinter dir? Achso, halt Fleisch noch, Mario. Achso, naja, warte. Das eigentliche Thema. Aber wir müssen hier weg, Anni. Ja. Sackgasse. Ja. In Brunhilde waren die, glaube ich, drin, die Fleischsachen. So. Muss mal Sekundenaufgabe. Das ging jetzt gut. Hoffentlich geht noch das. Ein Rex. Hier ist der berittene Rex, Clemens. Ja, ich weiß auch nicht. Ey, zwei berittene Rexe. Ja, scheiße, ich wurde runtergebrüllt. Ja, komm, ach. Alter. Echt? Cory? Von? Keine Ahnung. Das war nicht Wolf Rider. Mm-mm. Wo war der denn jetzt? Im Norden, bei der Eisinsel. Dort, wo die Glaciers sind. Ich das hasse. Okay. Na dann weg. Okay, Clemens, dann vielleicht schaffst du noch die Flucht. Ich rüste mich neu aus. Ich greife ein paar neue Sachen. Scheiß auf den Velo. Ja. Also, der kann ja nichts.